Money. Ja, Deathground, Leute, Deathground. Ein neues Horror-Dino-Survival-Game. Und, Leute, lasst euch sagen, es sieht richtig, richtig geil aus. Ja, aber was ist Deathground? Deathground, ja, wie schon angeteasert, ist ein Horror-Dino-Survival-Game, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Koop-Modus gespielt werden kann. Momentan gibt es da drei Klassen. Also man wird nur die Menschen spielen können, so wie es ausschaut. Drei Klassen gibt es da. Einmal ein Jäger, ein Hacker-Spezialist und, ja, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll, so eine Frau mit Motion Tracker, die dann quasi die Bewegung der Dinosaurier auf ihrem kleinen Gerät erfassen kann. Und es ist wohl am sinnvollsten, wenn man das immer zu dritt spielt, weil dann hat man halt alle diese Komponenten zusammen. Jetzt ist halt die Frage, ich habe ja schon mit einigen Leuten geredet und viele haben gesagt, oh, will ich nicht, ist ein billiger Jurassic Park Abklatsch. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Natürlich hat das alles irgendwo ein bisschen Parallelen, Dinos gegen Menschen, ne? Wo nicht, ne? Gab es aber auch schon in den 60er Jahren solche Filme. Wie seht ihr das denn? Wie seht ihr das denn? Billiger Abklatsch oder meint ihr, das könnte was werden? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal mega und es wird auf jeden Fall ein Game sein, was auf meine Wishlist kommt. Und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Schade finde ich, dass man da nicht selbst die Dinosaurier spielen kann. Das wäre natürlich richtig geil, ne? Also, wenn man gegen, also sagen wir mal so 3 gegen 3er Gruppen, das wäre ultra, ne? Also 3 Menschen gegen 3 Dinosaurier, ne? Irgendwie 3 Raptoren oder 2 Raptoren, 1 Rex oder Allosaurus, Rex, Utahraptor oder Velociraptor heißen die da, ja? Velociraptor. Also, da haben sie die Velociraptoren auch so groß gemacht wie in Jurassic Park, haben den halt Velociraptor genannt. Ist halt einfach so. Wissen wir natürlich, dass das so nicht stimmt, aber ja, ist so. Und wenn wir uns das Gameplay hier so anschauen, wie wir es hier gerade sehen, ja, also es gibt einige Sachen zu lösen, um ja von dieser, ich sag jetzt einfach mal, Insel zu entkommen. Und das kann man am besten einfach im Koop-Modus. Aber nochmal, wenn man da Dinos spielen könnte, im Prinzip so 3 gegen 3, das wäre natürlich ultra nice. Also vielleicht kommt ja dieser Modus. Also nicht falsch verstehen, ist glaube ich nicht vorgesehen, aber wäre für mich persönlich so ultra das Highlight. Ja, also 3 Menschen gegenüber 3 Dinosaurier oder sowas, also das wäre ultra nice, aber stelle ich mir schwer umzusetzen vor. Aber ist natürlich auch erstmal geil, wenn man hier, ja, Mensch gegen Dino ist natürlich immer spannend. Ja, zur KI. Die KI, die soll wohl sehr, sehr intelligent sein. Muss ich jetzt ehrlich sagen, kommt mir in dem Video noch nicht so ganz rüber. Aber, ja, die soll eine dynamische Intelligenz haben und das soll das Spiel sehr schwer machen. Aber wir schauen einfach mal, wie es denn wird, wann, ja, wenn es rauskommt. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Ihr könnt es allerdings schon auf Steam, auf die Wishlist setzen. Steam-Link und Link zum Discord findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und ja, schaut da doch einfach mal rein. Schaut euch mal das Ganze auf Steam an. Und ja, sagt mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr zu so einer Art Game steht und ob ihr euch das auch auf die Wishlist setzt oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Ansonsten bis dann. Ciao, ciao.